meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist eure Lieblingsgesanglehrerin Tanja Levy und ich helfe euch heute, Hashtag eine starke Stimme zu bekommen. In dieser Reihe geht es um die Frage, ich möchte es heute relativ kurz und knapp halten, und zwar eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme in all meinen Social Networks, ist eigentlich, brauche ich einen Gesangslehrer, Gesangslehrerin, Vocal Coach, Voice Teacher, da werden auch Unterschiede gemacht. Aber gut, ja, also lass uns doch mal heute auf die Frage eingehen. Du bist neu auf meinem Kanal und hast noch nicht abonniert. Es ist schade, du würdest wirklich was verpassen. Daumen hoch, ein Abonnement macht wirklich einen riesen Unterschied aus. Falls ihr Lust habt auf eine eigene Gesangsanalyse oder Gesangsunterricht via Skype, dann schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei. Dort mache ich zu einem richtig guten Preis. Ich weiß, die Deutschen sind ja Schnäppchenjäger, sind wir doch, oder? Da mache ich eine richtig gute Gesangsanalyse für euch. Ihr bekommt ein top, top gutes Feedback. Warum ich glaube, dass du einen Gesangslehrer brauchst. Weil du bei bestimmten Techniken alleine Schwierigkeiten haben wirst. Ganz häufige Probleme sind eben Belting, das ist eine Gesangstechnik, das Register erweitern, den Umfang erweitern, und du arbeitest ja im Grunde genommen mit Muskeln, ne? Was du brauchst für deine Stimme ist im Grunde genommen individuelle Übungen für die Problemchen, die du ja gerade hast. So, und bei diesen Techniken ist es häufig so, was ich aus den Kommentaren bekomme, ist, dass Leute versuchen, einen Song nachzusingen und dort ihre Stimme drücken, straining, hochziehen, also sehr gefährlich, dann drücken, never enough, enough, ihr hört das schon, und das ist eben häufiger der Fall. Die meisten wissen eben nicht, wie kann ich das ändern, was muss ich machen, um das zu ändern, und was passiert da eigentlich, damit es nicht nochmal passiert, ne? Also vieles ist ja ein Zufallsprodukt bei vielen Sängern. Meistens sind sie im Studio, singen irgendwo, wissen eigentlich gar nicht, wie sie es wieder produzieren können. Aber mit richtigem Gesangsunterricht lernst du, nach Hause zu gehen und genau das, was du in der Stunde gemacht hast, auch zu reproduzieren. Und genau für all diese Aspekte brauchst du schon einen Gesangslehrer. Gerade wenn du technisch arbeiten willst, du Probleme hast, die du alleine nicht bewältigen kannst, ja, dann brauchst du jemanden, der dir da eine Unterstützung gibt. Nur Gesangsübungen machen und nur Warm-ups machen, macht jetzt auch nicht den richtigen Unterschied, weil du musst ja, du brauchst ja Warm-ups, du brauchst ja Übungen, die dir in einem bestimmten Bereich ja weiterhelfen. Also kurz zusammengefasst, wenn es um Thema Technik geht, dann brauchst du einen Gesanglehrer, der dir zeigt, wo deine Probleme sind, wie man daran arbeiten kann und was die richtige Übung dafür ist. Nummer zwei ist, wenn du eine Foundation aufbauen willst. Das heißt, wenn du wirklich dafür sorgen willst, dass du genau verstehst, von der Pike auf, was mit der Stimme passiert, anatomisch, also Anatomie ist ein ganz großer Faktor, Koordinationsabläufe, Abläufe innerhalb des Kehlkopfes, der Muskulatur, um zu verstehen, wie die Stimme funktioniert. Ganz wichtig, die Gefahr besteht eben, dass du dir selber schaden kannst, weil es ein Muskel ist, dass du deine Stimme verletzt langfristig, dass du Probleme mit den Stimmbändern bekommst durch falsche Technik, durch falsches Singen. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass du zumindest mal ein paar Stunden hast und dir eine richtig gute Foundation holst, eine richtig gute Basis fürs Singen, eine gute Grundlage einfach. Das ist ja genauso, als ob ich morgen einen Marathon laufe. Ich bin übergewichtig, ich ernähre mich schlecht, obwohl ich Vegetarierin bin. Und wenn ich jetzt morgen einen Marathon laufen würde, ich müsste erstmal eine Koordination aufbauen, müsste mal meine Ernährung umstellen, und dann würde ich ein Stück für Stück irgendwie anfangen, Marathon zu laufen. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, ich konnte eure Frage damit beantworten. Daumen hoch, wenn ihr mehr von mir und meinen Schülern sehen wollt. Wir sind auch auf Instagram. Dort zeige ich immer meine Schüler und mein Leben hier in Singapur und mein Studio. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, eure Fragen zu sehen. Und ja, schreibt doch eure Fragen einfach alle runter. Und Daumen hoch, Abonnement, und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Hashtag starke Stimme, kick ass, get strong. So strong wie ich, so strong. Okay.